Über Mohammeds Geburt möchte ich heute die unter Muslimen verbreitetste und beliebteste Geschichte verlesen. Genau genommen ziemlich die einzigste, die ich gefunden habe und die wieder und wieder im Internet auftaucht. Ibn Saad berichtete, dass Mohammeds Mutter sagte: Als er geboren wurde, gab es ein Licht, das aus meinem Pudendum, Geschlechtsorgan, austrat und die Paläste Syriens beleuchtete. Ich habe versprochen, nichts zu interpretieren und wünsche euch einen nachdenklichen Tag.